Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, natürlich wie immer im Multiplayer. Heute gibt es ein Gameplay vom guten Kui da, auch der Camus Canary ist mit am Start, die übrigens im selben Clan sind. Heute gibt es Dominanz und wir haben den guten Hellgaming 80 am Start. Servus Leute, grüß euch. So, wir haben das Paket Schimmer, also unsichtbar machen. Ich glaube, das hatten wir bisher noch in keinem Gameplay. Dann haben wir hier Sprengfalle und Störung. Ist eigentlich ein interessantes Paket. Habe ich so noch gar nicht gesehen in diesem Zusammenhang. Und weiß auch gar nicht, wie sich das auf diesen Modus hier auswirkt. Ich muss zugeben, dass ich Dominanz einfach selten spiele. Du hast das ja auch mal mitgespielt, ne? Ja, yep, aber sehr selten. Wir zocken eigentlich nur Team Deathmatch. Genau. Ja, Team Deathmatch. Man, ich bin ja auch so ein Battle-Team. Also Deathmatch, ja, normales halt. Ja, das, ja. Du, das wäre aber mal geil, so ein Team Deathmatch in Assassin's Creed. Wäre cool, oder? Team gegen Team und gegenseitig killen, wäre ich nice. Ja, das wäre doch mal echt was, Alter. Vielleicht kommt ja bei Assassin's Creed 4, mal gucken. Das sollten die echt mal einbauen, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee gerade. Ja, sollten halt alle mal auf mich hören. Ja, ja. Absolut neue Schweine. Ja, da mal du keinen Plan im Leben, weißt du? Hast du kein Leben, dann musst du dir ein Leben kaufen. Hast du kein Geld, dann musst du dein Geld verdienen. Du hast doch Stein im Kopf, Mann. Oh ja. Kurz zur Dominanz, ich muss das kurz erklären, weil wir haben das erste Mal, glaube ich. Ich habe das noch nie selbst aufgenommen und es hat auch noch keiner gebracht, der mir ein Gameplay geschickt hat. Der gute Quida ist der Erste, der das macht. Bei Dominanz geht das ist wie Capture the Flag, Freunde. Ne, Blödsinn, was rede ich da? Das ist ja nicht Dingens, jetzt habe ich selbst verwechselt. Hier geht's dabei. Hier geht's dabei, dass man Gebiete einnimmt. Ihr seht das ja auf der Karte, hier haben wir A und B und etc. stehen und C. Und man muss die Gebiete einnehmen. Oben seht ihr einen Balken. Zum Beispiel, dass gerade Kuidar sein Team führt. Die haben halt mehr eingenommen. Und es geht darum, dass man das Gebiet dem anderen wegnimmt. Man muss eine gewisse Zeit in dem Gebiet bleiben und darin überleben. Nur so kann man es einnehmen. Sobald alle von euch gestorben sind, also alle von eurem Team, ist das Gebiet automatisch wieder dem Gegner sein Ding quasi, also hat das erfolgreich quasi verteidigt. Hier sehen wir eigentlich gerade, wie der Kuidar sein Gebiet verteidigt. Ja. Und in Battlefield würde man dazu, also in Battlefield heißt es Conquest, ja, ist ja ungefähr das gleiche, aha, nur halt in groß. Ja, dir persönlich, ne, haben wir ja damals gespielt, ich meine, ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber dir persönlich gefällt ja das besser, ne? Ja, der Modus hat mir am besten gefallen, muss ich ehrlich sagen, bei Assassin's Creed. War eigentlich sehr cool, abwechslungsreich, weil immer nur töten war doch ein bisschen langweilig für mich. Aber das eins muss ich schon zugeben, in Assassin's Creed hat man ja wirklich so viele Fähigkeiten, da ist es wirklich schwer, zu irgendwie selbst rauszufinden. Natürlich kann man es und man braucht aber, glaube ich, seine Zeit, um selbst rauszufinden, welche Fähigkeit für welchen Modus am passenden ist. Und deswegen finde ich das schon ziemlich geil, dass wir hier solche Gameplays bekommen, weil Schimmer... Ach so, ich habe vorhin Sprengfalle gesagt, das ist Geldbombe übrigens. Ich habe mich verguckt. Geldbombe und Störung, das habe ich in so einer Kombination noch überhaupt gar nicht gesehen. Das ist sehr interessant. Na, vor allem auch mal den Pros ein bisschen zuzusehen, wie die es machen, ja? Ja. Auf jeden Fall. Ich bin ja noch so ein bisschen Low-Level, kann man sagen. Ich check das noch nicht ganz. Ich habe ja auch den Jumps dann und so weiter durch solche Gameplays gelernt. Ich wusste ja davor gar nicht, dass sowas überhaupt geht oder dass sowas überhaupt vorhanden ist im Spiel. Aber wenn man es ja genau nimmt, jetzt mal Hand aufs Herz, ganz ehrlich Leute, es ist zwar geil, dass es einen Jumpstun gibt, einen Dropstun, der Dropstun ist aber übrigens sehr schwer nur noch, da geht es selten nur noch. Wenn man es jetzt ganz genau haargenau nimmt, ist es ja im Endeffekt ein Bug, das darf man ja nicht vergessen. Schrägstrich ein Glitch eigentlich, weil es ist ja nicht vom Spiel mit Absicht eingebaut worden. Das ist ja, eigentlich ist es ja ein Glitch ausnutzen, Schrägstrich Bug. Ja, aber da muss man auch erstmal drauf kommen und es auch können. Ja, 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 klar, das schon. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ist das so, dass dann die viele Highscores gar nicht erst entstehen hätten können, wenn es diesen Glitch-Bug gar nicht geben würde. Verstehst du, was ich meine? Na, stimmt. Das stimmt schon, ja. Ja. Ich glaube aber, dass man dann auf eine andere Weise, also... Ja, da wird es was anders geben. Ja, dann wird es wieder irgendwas, eine andere Idee geben, wie man es machen kann. Ist generell aufgefallen, in jedem Spiel gestern ist aufgefallen, gibt es immer irgendwas, ja, was die Spieler dann rausfinden. Egal wie gut die versuchen, möglichst alles bugfrei und glitchfrei zu gestalten, es gibt immer irgendwas, worauf die Spieler dann drauf kommen und ja, was ja, dann entsprechend geil ist.
Stimmt, das war bei Battlefield auch so anfangs. Bei mir. Und die haben es dann aber zum Glück sehr gut gepatcht, dass man da nicht mehr irgendwie unfair sein kann. Was gab's da? Ja, auch so ein paar Glitches halt eben. Ich kann mir nicht genau erinnern, was es nochmal war, weil ich habe sie eigentlich nie genutzt. Okay. Aber es waren viele dabei, die es benutzt haben. Ja, und das war halt ein bisschen unfair. Was, das Gameplay schon wieder aus? Hey, das ist ja schon wieder aus. Ach, das ja, ist nur fünf Minuten, Mann. Ach ja. So. Okay, Freunde, das ist schon wieder aus. Oh, ja gut, dann wir wollten uns ein Thema noch vorhin überlegen, das hätte ja nicht viel gebracht. Nee, nicht wirklich. Nee. Wurscht, war aber ein schönes Gameplay, danke dafür. Das nächste Gameplay ist dann wieder von HD Legendary und ich sag haut rein. Tschüss, Leute.